Leidet ein Patient sehr häufig an Schwindel oder immer wiederkehrend, kann das zum Beispiel an Nachwirkungen eines zurückliegenden Ausfalls eines Gleichgewichtsorgans liegen. Es kann auch daran liegen, dass er einen sogenannten Lagerungsschwindel hat, wo er bei Positionswechsel Drehschwindel auslösen kann. Es kann aber auch sein, dass er unter einer anderen Anfallserkrankung des Nerven des Gleichgewichtsorgans leidet.